Geschenke zu bekommen, das macht Freude, aber zu beschenken, das macht noch viel mehr Spaß. Und deswegen geht es jetzt weiter mit unserem dritten Wichtelspiel. Das heißt, Wichtelspiel Nummer 2 endet jetzt und der Bewichtelte ist auch schon angeschrieben worden, darf sich jetzt über die Gewürz- und Kaffeemühle von Rommelsbacher freuen. Von dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch und natürlich war die Lösung ein rotes Geschenkband. Ich habe das hier nochmal um mein Päckchen drum gemacht. Und jetzt können wir weiter wichteln im Wichtelspiel Nummer 3. Die Teilnahmebedingungen findet ihr unten unter dem Video in der Infobox. Der perfekte Bewichtelte ist schon Abonnent unseres Kanals und lässt uns natürlich gerne ein Like da. Und ich möchte euch auch dieses Mal nicht lange auf die Folter spannen. Ich weiß, wer was hier drin ist und ich glaube, das wird alle freuen, die richtig Spaß am Backen haben. Und jetzt werde ich das mal auspacken, damit der Bewichtelte auch sieht, was er geschenkt bekommt. Und das Auspacken macht ja auch richtig Spaß. Ich habe das ja nur ganz locker eingepackt und darf das jetzt auspacken. Ist mein Karton noch da? Einmal wieder umdrehen. Jetzt schaue ich mal, was hier so drin ist. Ich glaube, das macht richtig Spaß. Ihr dürft den Teig schon fertig machen, weil es gibt 25 Ausstecher von Fisco. Keksausstecher, die mache ich natürlich jetzt nicht aus. So eine richtig schöne, tolle Box. Hier sieht man auch, was da alles für schöne Keksausstecher drin sind. Und eine Springform von Fisco in Größe 28. Der nächste Kuchen darf gebacken werden. Und wer noch Lebkuchen backen möchte, hier ist noch ein schöner Lebkuchenmann. Den kann man so schön ausstechen. Und diese Kekse kann man wunderbar verzieren und verschenken, schön in Tütchen gepackt. Eine Dauerbackfolie, die mir ja letztens auch super geholfen hat, als mein Backpapier ausgegangen ist. Es ist nicht verkehrt, die zu Hause zu haben. So, da sieht man das. Und ich weiß ja, da haben auch schon so viele nachgefragt und ich bin da auch immer so glücklich mit und ich backe da drauf so gerne ein Ausziehblech, ein Backausziehblech. Und ich muss euch jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen neidisch, weil ich habe kein weißes. Meins ist ja schwarz und in weiß finde ich das auch sehr schön. Und das kann man ja ausziehen auf die Größe, wie man seinen Kuchen gerne backen möchte. Wer jetzt dieses schöne Backset haben möchte, eigentlich so ein Starter-Set, um richtig leckere Kuchen zu backen, der schreibt mir jetzt in die Kommentare, welchen Kuchen er als erstes auf diesem Ausziehblech backen würde. Und dann schauen wir mal, wer der nächste Wichtel ist und wir sehen uns beim nächsten Wichtelspiel. Bis dahin, eure Bea. Tolles Set, ne?